Am 17. Dezember herrscht absolute Basketball-Action in der Albert-Schweitzer-Halle. Zum alljährlichen Weihnachtsmützenturnier des TuS Neukölln sind auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder des Vereins zusammengekommen, um sich und den Verein gemeinsam zu feiern. Dass alle Mannschaften zusammenkommen, weil wir es in der Saison so selten schaffen, mal die Spiele von den anderen zu gucken, und hier zocken wir halt zusammen, das ist richtig cool. Und dass man ganz viele neue Leute kennenlernt, auch mal die Jüngeren, das macht richtig Spaß. Ansonsten Spaß, Spiel, Bewegung, bisschen schwitzen, das reicht aus. Ja, alle sind fair, alle haben Spaß, Musik ist cool, Leute sind cool, alles gut. In der Halle geht es von Beginn an rasant zur Sache. Denn schnelle Richtungswechsel, präzise Würfe und intensive Zweikämpfe unter dem Korb sind die Grundlage für ein erfolgreiches Spiel. Die Teams schenken sich keinen Zentimeter. Trotzdem steht der Fairplay-Gedanke natürlich an erster Stelle. Jedes Jahr beweisen mutige Teilnehmer auch heute wieder ihr Können in Dreier-, Bump- und Dunking-Contest. Doch was bei den Sportlern so leicht aussieht, erfordert jahrelanges Training und Geduld. Es macht schon Spaß. Es ist wirklich immer dieses das Ausstechen in den einzelnen Disziplinen. So, ich zum Beispiel, ich kann keine Dreier werfen, deswegen mache ich nie beim Dreier-Contest mit. Aber trainiere jetzt seit 2 Jahren extra ein Dunking, so damit ich dann da mitmachen kann. Und es macht schon Spaß. Das Weihnachtsmützenturnier ist längst eine Institution in Neukölln. Seit 1995 sorgt es in der Vorweihnachtszeit für Spaß, Emotionen und eine Zusammenkunft verschiedenster Kulturen und Generationen. Hier sind alle Spieler oder viele Spieler, viele Mannschaften von uns, von der Basketballabteilung, aber auch viele Gäste sind eingeladen. Viele ehemalige TuS Neukölln-Spieler, viele derzeitige halt noch. Eine Anlaufstelle auch für all jene, die es im Kiez vielleicht nicht ganz so leicht haben. Und gerade bei denjenigen, die am Aufwachsen sind und vielleicht auch in Neukölln so aufwachsen, wie nicht ich das für alle so wünschen würde, gibt der Sport immer enorm Halt und Kraft. Was den Verein heutzutage ausmacht, dass wir halt hier im Kiez den Kindern eine Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Wir haben viele Jugendtrainer, die hier aufgewachsen sind. Ich bin, glaube ich, schon seit 99 hier im Verein. Also für mich ist es mehr als Heimat, schon Familie eigentlich, so mit den Teams. Der TuS Neukölln macht für heute die Körbe dicht und verabschiedet seine Mitglieder in die verdiente Weihnachtspause. Anschließend gilt es natürlich wieder erholt und motiviert, auf dem Basketballkorb anzugreifen.